Jo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Arminia Bielefeld Karriere hier in FIFA 23. Und ja, heute gibt es eine XXL Folge, denn wir werden heute das Saisonfinale bestreiten. Ja, ich habe mich entschieden, das in einer Folge durchzumachen. Es steht auf jeden Fall sehr viel an. Was ich auf jeden Fall sagen kann, in dieser Folge werden wir drei Spiele spielen. Und zwar einmal hier gegen Hamburg schon als erstes, gegen Leverkusen und gegen Heidenheim. Das letzte Spiel werden wir auch noch spielen. Den Rest werden wir dann entweder simulieren oder die Höhepunkte spielen. Und ja, ich denke mal, die spannenden Spiele werden wir auf jeden Fall mit den Höhepunkten spielen. Zum Beispiel hier Leipzig, maybe Wolfsburg und Dortmund. Das schauen wir mal, würde ich sagen. Können wir nochmal auf die Tabelle schauen. In der letzten Folge haben wir ordentlich Siege geholt und da auch ordentlich Punkte geholt. Und ja, jetzt stehen wir auf Platz 10 mit 31 Punkten. Das ist auf jeden Fall sehr solide. Als allererstes gibt es aber hier wieder monatliche Scouting-Updates, wo wir einmal drauf schauen, ob hier irgendein interessanter Spieler dabei ist. Ja, hier aus dem deutschen Scouting-Update ist auf jeden Fall einer dabei. Es geht jetzt ran gegen Hamburg. Erstes Spiel in dieser Folge hier im Volksparkstadion. Und ja, ich würde sagen, wir gehen rein. Damit geht's rein ins erste Spiel in dieser Folge. Wir haben ja schon im DFB-Pokal hier gegen Hamburg gespielt. Das war ja auch ein ganz knappes Ding. Ich meine, da hatten wir 2:1 gewonnen. Da ging es sogar in die Verlängerung. Zieh dir mal die Chance auf Alves und was ein Tor! Das ist der erste richtige Schuss, der hier überhaupt mal stattfindet. Und was ein Tor wieder von Alves! Ein Fallverzieher oder ein Saltverzieher, wir schauen uns hier nochmal in der Wiederholung an. Perfekte Flanke hier mal wieder von Okugawa. Ja, es war ein Saltverzieher, würde ich sagen. Aber der saß 1A. Hier sieht man es nochmal. Sehr schönes Tor. 1:0 hier gegen Hamburg. Hier ist Alves mit dem Schuss und das ist das 2:0. Und starke Balleroberung und das lassen wir 3:0. Das ist hier viel zu einfach. Ich sehe gerade, ihr habt da die Controller-Eingabe, warum auch immer. Ich hoffe, ihr habt das Tor gesehen. Ja, damit ist Abpfiff hier in Hamburg. Es geht rein in die zweite Halbzeit. Und Anschlusstreffer hier, 3:1 nur noch. Und was passiert hier? 3:2. Und gefährlich hier, Damen ist da. Immer noch weiterhin gefährlich und jetzt ist der Ball geklärt. Wir werden hier jetzt wechseln. Wir bringen einmal Klos gegen Lasme, Schade gegen Hack und Vasiliades gegen Raschatkowski. So, hier haben wir Alves. Da ist Klos. 4:2. Hier nochmal ein Treffer von Klos. Super gespielt und Klos jetzt nochmal hier frei durch. Jetzt mit dem Schuss. Das macht der Torwart gut von Hamburg. Jetzt Alves hier mit der Chance zur Ecke. Andrade. 5:2. Super gespielt auf Alves. Jetzt mit dem Schuss. Und das war eher nichts. Ja, und das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Und ich glaube, das gibt doch Gelb, ja. Und jetzt nochmal für Hamburg die Chance auszu. 5:3, wie kommt Darwin dann da nicht ran? Ja, den hat Darwin. Und dann soll das Ding ja auch gleich vorbei sein. Wir schlagen den Ball nach vorne. Und jetzt ist hier Ende. Verrücktes Ergebnis hier in Hamburg. 5:3 Sieg. Ja, die drei Gegentore mussten nicht sein.
2 hätte man verhindern können. Leider durch Fehler entstanden, aber wenigstens der Sieg, den haben wir. Es geht direkt weiter. Wir schnell simulieren hier gegen Schalke. Und ich würde sagen, gehen wir direkt rein und hoffen auf einen Sieg. Leider eine Niederlage. Larsson, Mohr. Dann stand immer noch hier Salazar mit dem Anschlusstreffer. Leider hat es nicht gereicht. Es geht direkt weiter. Wir spielen hier die Höhepunkte gegen Leipzig. Ein Wechsel gibt es. Van de Voort kriegt jetzt mal wieder die Chance, sich hier zu beweisen. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Ja, die erste Chance gibt es hier für uns. Und Leipzig ist tatsächlich Tabellenzweiter. Und das ist eine sehr gute Chance hier mit Lasmer. Jetzt der Schuss. Boah, und den hat da Castells, der hier bei Leipzig im Tor ist. Jetzt wird hier gefährlich. Und Van de Voort, richtig starke Parade. Und viel Platz für Hack. Richtig viel Platz. 1:0. Da darf man einfach einem Hack nicht so viel Platz lassen. Richtig starkes Tor. Ah, es gibt Elfmeter für Leipzig. Kann Van de Voort sich beweisen? Wir gehen nach links. Aber er schießt in die Mitte. 1:1. Und ja, die hat Van de Voort. Am Ende wird es dann hier ein 1:1. Ja, auf beiden Seiten war was los. Herr Setter ist unzufrieden, deswegen will er verkauft werden. Das wollen wir ihm noch erfüllen, aber dafür würde ich mindestens 6 Millionen haben. Oh na. Ja, 6:2. Wir schauen mal, was so. Ich versuche mal ein bisschen was rauszuholen und wenn sich dann ein gutes Angebot ergibt, würde ich dann Setter auch abgeben, weil ja, er spielt ja auch nicht so oft jetzt momentan. Ja, wir werden hier simulieren gegen Freiburg. Die sind ein Platz vor uns. Die Chance vorbeizuziehen, aber Freiburg ist da immer noch zu stark. 2:0 für Freiburg wird es am Ende. Nächsten möglichen Scouting-Updates, die mache ich jetzt mal auch nochmal schnell durch. Ich glaube, das ist auch nicht so interessant, wie ihr seht, wie ich Spieler ablehne. Wir werden jetzt die Höhepunkte gegen Wolfsburg spielen. Auch hier mal wieder Van de Voort im Tor. Ja, und er startet direkt mit einem Elfmeter, das kann doch nicht sein. Ja. 1:0 für Wolfsburg. Ja, und tatsächlich durch den Elfmeter verlieren wir. Ja, schade. Nächstes Spiel gegen Bremen. Hier werden wir aber wieder mal schnell simulieren. Was am Ende wieder zu einer 3:2-Niederlage führt. Netz mit dem 1:0. Schmidt 1:1. Wallace 2:1. Füllkrug 3:1. Und dann nochmal Ukugawa mit dem 3:2. Ja, so kann es nicht weitergehen. Ja, jetzt ist es soweit. Wir spielen das Spiel gegen Leverkusen. Leverkusen ist Platz 5 mit 50 Punkten. Und ja, mein Ziel war so jetzt so mindestens die 40 Punkte zu erreichen. 5 Punkte fehlen uns noch. Und wir haben jetzt, glaube ich, noch 5 oder 4 Spiele. Deswegen will ich da unbedingt zwar hier punkten gegen Leverkusen, auch wenn die echt weit oben stehen. Ja, aber jetzt ist es soweit. Wir gehen rein gegen Leverkusen. Super. Das erste Mal von Alves. Frühes Tor von Vasiliades. Und da haben wir schnell gespielt. 5. Minute, direkt das 1:0. Hier sehen wir es nochmal. Alves, da hat Vasiliades einen super Lauf. Und dann nochmal glücklich gegen den Pfosten und ins Tor rein. Und gefährlich, direkt der Anschlusstreffer. 1:1. Ja, das gibt die Ecke hier. Vielleicht die Chance. Ja, Okugawa. Ja, nochmal Ecke. Und Hack kommt leider nicht durch, der Schuss. Ja, den Ball hat Damen. Super von Alves hier auf Okugawa, der hier die Ecke rausholt.
Und hier ist Salazar mit einem guten Schuss. Und oh, Latte von Andrade. Die Ecke kam so gut. So viel Raum für Andrade. Ja, Elfmeter. Kann doch nicht wahr sein. 2:1 für Leverkusen. Es läuft einfach nicht gut. Und das war super gespielt hier auf Alves. Oh mein Gott, und der verzieht den komplett. Stark gemacht, Lasme, und der musste rein. Wenn der nicht reingegangen wäre, dann wüsste ich auch nicht. Ja. Was kann man dazu nur sagen? Ja, natürlich macht er einen Freistoß aus so weiter Entfernung rein. Wir werden jetzt nochmal versuchen, hier zu wechseln. Einmal Silva gegen Andrade, Bello gegen Klünter und Schade gegen Hack. Und Damen. Gute Parade. Und das gibt Elfmeter. Das ist dann auch hier die Entscheidung, dass wir das Ding hier nicht mehr gewinnen werden. Zwei Elfmeter hier machen uns das ganze Spiel hier kaputt. Ja, eher stark gehalten von Damen. Gibt es nochmal gelbe Karte. Ja, sie erhöhen sogar noch auf 5:2. Das war's, es war kein gutes Spiel. Erste Halbzeit war noch okay. Die zweite war dann, naja. Weil die braucht man eigentlich gar nicht reden. Drittletztes Spiel gegen Frankfurt. Wir gehen hier nochmal rein in die Höhepunkte. Ja, und es gibt einfach wieder so ein Freistoßtor. Sehr geil. Und Van de Voort wieder. Und der Endstand dann hier 1:0 für Frankfurt. Wieder durch so ein extrem krassen Freistoßtor verloren. Es geht gegen den ersten Tabellenplatz und wir müssen jetzt unbedingt punkten. Denn noch können wir 16. werden. Und ja, das sind natürlich Punkte sehr wichtig. Wir spielen die Höhepunkte gegen Dortmund. Trotzdem geht es hier weiter mit Alves. Jetzt mit dem Schuss. Ja, und die Ecke kriegen wir leider nicht. Und das ist viel zu offen. 1:0 Dortmund. Ja, leider wieder hier eine knappe Niederlage. Es geht 1:0 aus für Dortmund. Vor dem letzten Spieltag schauen wir nochmal auf die Tabelle. Und ja, es sieht eigentlich ganz solide aus. Also laut der Tordifferenz könnten wir nicht mehr auf Platz 16 kommen. Das soll auch so bleiben. Und wir spielen gegen den Tabellenletzten. Gegen Heidenheim. Und ja, da gibt es auf jeden Fall auch ein paar Änderungen. Nämlich spielen Oczipka, Radatkowski und Klos von Anfang an. Van de Voort wird bis zur Halbzeit im Tor bleiben und dann tauschen wir den Torhüter zur Halbzeit, weil es das letzte Spiel ist. Und ja, es ist auch nur Heidenheim. Und deswegen klingen ja auch Klos, Radatkowski und Oczipka mal das letzte Spiel für Arminia zu absolvieren, weil sie beenden ja nach der Saison die Karriere. Ja, hier die Aufstellung von Heidenheim. Kittel ist uns hier auf jeden Fall sehr bekannt, und bei Hamburg gespielt. Beste Pick kennt man auch vom Hören. Ja, dann stehen wir hier kurz bevor. Gleiches Anstoß ins letzte Spiel der Saison. Ah, und der Schuss wird auch nichts. Gefährlich hier. 1:0 tatsächlich für Heidenheim. Stark auf Klos mit dem Schuss. Ausgleich 1:1 und Klos macht hier tatsächlich nochmal sein Tor in dieser Saison. Das gönne ich ihm auf jeden Fall vor seinem Karriereende.
Oh, gefährlich. 2:1. Super auf Hack. Der Schuss. Oh, und der muss drin sein. Super durchgesetzt von Alves. Ja, da wird Klos gesucht. Ja, ich würde ungern jetzt noch gegen den Tabellenletzten verlieren. Ja, es läuft einfach nicht. Also diese Folge, es läuft einfach nicht. Deswegen werden wir jetzt auch wechseln. Und Chipka macht es da hinten, finde ich nicht gut. Bello kommt rein. Einmal natürlich Damen kommt auch natürlich rein. Und Vasiliades gegen Raschetkowski. So, Fehler hier vom Spieler. Hier haben wir Vasiliades. Okugawa mit dem Schuss. Fast das Tor. Okugawa hier jetzt nochmal. Der muss drin sein. 2:2. Super Lauf von Alves. Jetzt auf Klos und 2 Tore hier von Klos, 3:2. Die Wechsel haben gewirkt. Oh, wie kann sowas reingehen? Ja, wir werden jetzt nochmal wechseln. Wir bringen einmal Lasme und verabschieden Klos aus dieser Saison. Heute hier mit einem sehr starken Spiel und schade gegen Hack. 4:2. 4:3, sorry. Aber das geht nicht so weiter. Das, ja, jetzt hier Alves frei durch. Und das darf man nicht liegen lassen. Hier haben wir Lasme und da ist das 4:4. Hier haben wir wieder Lasme mit dem Schuss. Ja, 5:4. Ja, durchatmen. Und lass mir mit der Chance. Niederlage gegen Heidenheim. Ja, die letzten Spiele waren überhaupt nicht gut. Die Fans pfeifen ja auch. Ja, Turnierpreisgeld. Wir bekommen für die nächste Saison 37 Millionen. Kann man wenig mitmachen und wir müssen den Kader auch dringend vergrößern, weil ihr seht, der wird ja sehr, sehr klein. Wenn wir auf die Leute schauen, wäre jetzt hier alles eben mindestens 4 Leute verlassen den Verein und dann schrumpft der Kader natürlich um einiges. Und ja, wir schauen auf jeden Fall gleich nochmal auf die ganzen Statistiken drauf. Ja, als erstes schauen wir auf die Tabelle. Ja, leider waren die letzten Spiele jetzt so schlecht, dass wir auf Platz 15 gelandet sind. In der letzten Folge war es ja sehr gut und in dieser Folge konnten wir nur einen einzigen Sieg einfahren gegen Hamburg. Den Rest haben wir verloren oder unschieden gespielt. Waren ein paar unglückliche Spiele dabei, aber das kann man nicht ändern. Letztendlich sind wir trotzdem in der Bundesliga geblieben. Zwar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber so ist das eben halt mal. Guck mal, gerade schauen, ob der Relegationscup schon gespielt wurde. Nee, noch nicht. Dortmund wird Meister. Und ja, nächste Saison wollen wir auf jeden Fall mehr. Da will ich mehr angreifen. Und es ist auf jeden Fall einiges Luft nach oben. Dann schauen wir jetzt auf die Statistiken der Teamzentrale. Ja, ich gehe hier einmal durch, dann könnt ihr euch gerne auch pausieren, wie viele Spieler, wenn euch das interessiert, wie viele Spiele jemand hat. Auf jeden Fall Van de Voort mit 8 Spielen, Damen mit 30 Spielen. Ja, Oczipka, leider nicht die Rede von, dass er hier irgendwie Startelf oder eingewechselt wird. Netz, Klünter, Silva und Bello auch mit gut Spielen. Pedro Miguel natürlich mit 0 Spielen. Wie gesagt, ich werde ihn nur wegen der Aufgabe holen. Ipincia leider nur 10 geschafft. Titel auch ganz solide mit 20. Das geht eigentlich ganz klar. Hack 35.
Also Liadis ebenso, Zalazar auch sehr stark hat es gemacht. Atkowski natürlich hat auch nicht so viele Spiele Einsatz bekommen. Alves, einfach nur Top-Spieler, hat sich richtig gut entwickelt, plus 5, 78er Rating schon. Ja, einfach richtig gut der Typ. Okugawa, schade. Ja, hatte leider nicht so viele gute Aktionen dabei. War eher so jetzt für mich der Typ, der eher eingewechselt wird. Und ja, überzeugend waren seine Leistungen auch nicht immer. Ein Tor hat er nur gemacht. Ja, Lassme auch Top-Spieler. Einfach auch sehr gute Tore gemacht. Und Zedan nur mit 9 Einsätzen. Der jetzt aber auch verkauft wird und ja, war einfach zu langsam. Und Lassme war eben halt sehr überzeugend. Lassme hat auch sehr starke Spiele gemacht. Und dann Klos hier mit 5 Spielen. Hat sogar auch mehr Tore als Lassme. Obwohl er jetzt 4 Spiele weniger hatte. Auf jeden Fall, ja, Klos, Oczypka und Raschutkowski beenden ihre Karriere. Und wir können auch gleich mal auf die Spielerstatistiken schauen, wer da so alles oben bei ist hier in der Bundesliga. Ja, auf jeden Fall spielt Lassme ein bisschen, ja, fast oben mit. 12 Tore hat er gemacht. Und ja, irgendwo sollte meine noch Alves mit 10 Toren. Ist auf jeden Fall ganz solide für den Platz, der den 15. Platz belegt hat. Letztendlich wird Gladbach DFB-Pokalsieger. UEFA Superpokal hatte Manchester gewonnen. Champions League gewinnt PSG. Europa League gewinnt Monaco. Und Conference League gewinnt Amsterdam. Ja, dann gibt es hier jetzt noch den Rückblick. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spiele in Folge verloren. Ja, so ist es eben halt. Die Folge war nicht erfolgreich. Leider ist es so, ich hätte euch gern bessere Spiele geliefert, aber leider war es nicht möglich. Das Game wollte es manchmal auch nicht, wenn man ehrlich ist. Und ja, ich hoffe, euch hat diese zweite Saison hier mit der Arminia Bielefeld Karriere gefallen. Und ja, ich hoffe, dass es hier besser und mit besseren Spielern natürlich in der nächsten Saison weitergeht. Ihr könnt gerne Transfervorschläge in die Kommentare schreiben. Und ja, meine Freunde, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Folgt uns ja auf Instagram, TikTok und so weiter. Links in der Beschreibung. Schaut gerne vorbei. Und jo, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge oder beim nächsten Video. Haut rein und ciao, ciao.